Hi und herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video von mir für dich. Heute mit Valorant und dem Video, das ich jetzt schon lange angekündigt habe. Wir werden uns heute darüber unterhalten, wie ich auf meine DPI-Einstellung gekommen bin, was ich so für Übungen mache und was meine Faustregeln sind, um besser zu werden, worauf ich hinarbeite und so weiter. Fangen wir an mit der DPI. DPI, Dots per Inch, bedeutet einfach nur, wie viel Strecke dein Fadenkreuz zurücklegt im Verhältnis zu der Strecke, die du auf deinem Mauspad zurücklegst. Das heißt, höhere DPI bedeutet, das Fadenkreuz bewegt sich mehr, je niedrigere das Fadenkreuz bewegt sich weniger, je nachdem, bei derselben zurückgelegten Strecke auf dem Mauspad. So, wie habe ich meine herausgefunden wie weiß ich, in welchem Rahmen ich mich bewegen kann, sodass es für mich perfekt passt? So, zuerst einmal, es gibt drei unterschiedliche Arten, wie Leute ihre Maus benutzen. Das heißt, meine Variante kann von der, die du brauchst, abweichen. Das heißt, das hier ist kein Guide, das ist einfach nur, wie habe ich das gemacht. Kannst es adaptieren, wenn es passt? Ich garantiere nur für nichts. Zuallererst einmal gibt es die Leute, die aus dem Unterarm spielen. Die aus dem Unterarm spielen, brauchen im Regelfall eine deutlich niedrigere DPI. Da reden wir hier von 250, sowas. 250, 300, vielleicht auch 200, je nachdem. Dann gibt es die Leute, die aus dem Handgelenk spielen, das bin ich. Ja, Leute, die gerne so schnell rüberflicken aus dem Handgelenk. Und dann gibt es die Hybridspieler, die spielen aus dem Unterarm zum Drehen oder um schnell Ziele zu erreichen. Und machen nur für kurze Bewegungen, nehmen sie das Handgelenk. Also zum Korrigieren. So, ich bin aber ein Spieler aus dem Handgelenk, deswegen spiele ich gerade aktiv mit 400 DPI. Um eine effektive DPI, um die herauszufinden, müsst ihr einfach nur die Ingame-Sense mit eurer DPI multiplizieren. Das wären in meinem Fall jetzt gerade mit den 1,02, boah, was weiß ich, vielleicht 408 DPI. Wie habe ich herausgefunden, dass dieser DPI-Rahmen, ich tue übrigens Ingame immer noch nur noch variieren, zwischen 90 und 110. Das ist so mein Rahmen, in dem ich rumspringe, je nachdem, was sich für mich besser anfühlt. Und Tracking. Erstmal die Übung. Da achte ich darauf, wie leicht oder schwer ist es für mich, auf Kopfhöhe zu bleiben, beziehungsweise auf seinem Kopf drauf zu bleiben, während ich hin und her laufe. Und es muss ohne große Anstrengung funktionieren. So, das funktioniert doch eigentlich ganz okay. Du kannst auch zwischendrin schießen, weil die Ghost ist auch beim Laufen ganz genau. Und dann gibt es für mich natürlich noch die Übung. Ich stelle den Bot auf Medium, drücke Start und gucke, wie leicht es mir fällt, auf den Kopf einzuloggen und einen Headshot zu machen. Selbstverständlich spielen hier noch andere Faktoren eine Rolle, wie Eye-Tracking, also Hand-Augen-Koordination. Ne? Das heißt, zuerst mit dem Auge anvisieren und dann mit dem Fadenkreuz rüber. Aber im Grunde genommen muss es sich ja auch gut anfühlen und du darfst ja auch nicht das Gefühl haben, dass du über- oder untersteuerst. Und wie ihr seht, es fühlt sich für mich so weit okay an. Also es ist jetzt nicht super schlecht, es ist aber auch nicht grandios. Aber ich bin ja auch noch am Üben und ich habe ja auch nie gesagt, dass ich ein Hardcore-Pro bin. Ich bin einfach nur ein Spieler, der versucht, anderen Spielern, die Probleme haben, auf Platin hochzuclimben, ein bisschen hier damit, sag ich jetzt mal, Anregungen geben kann. So, daran messe ich das. Mein Ziel ist es, mindestens mal immer 20 zu schaffen. 22 sind okay, 24 sind optimal. Super wären 26 und perfekt sind für mich 28. Jetzt habe ich zum Beispiel nur 24 geschafft. Das ist ganz okay. Das heißt, es gäbe noch Arbeit, Luft nach oben. Ich habe das ja aber auch gerade eben nur so nebenbei gemacht. So, das sind so meine zwei Kriterien, woran ich festmache, dass das für mich passt. Auch ein Kriterium, worauf ich geachtet habe, wenn mir eine DPI zu hoch ist, dann sieht das bei vielen Spielern, das seht ihr bestimmt, wenn ihr Leuten mal zuguckt in Valorant, so aus. Dann seht ihr dieses Rumgezitter und dann wisst ihr, er ist sehr fehleranfällig. Und das zum Beispiel sollte bei euch nicht sein. Ihr solltet ruhig hin und her fahren können, ohne dass das so aussieht. Darauf solltet ihr achten. Oder zumindest habe ich darauf geachtet, dass ich nicht dieses Rumgezitter habe, sondern ich kann auf einer Höhe bleiben und einfach von links nach rechts ziehen und treffen. So. So habe ich meine DPI herausgefunden. Kommen wir zu meinen Faustregeln. Zuallererst einmal die wichtigste. Präzision vor Geschwindigkeit. Bringt euch nichts, auf hart zu stellen, anzumachen, loszulegen und unter Umständen trefft ihr nicht mal irgendwas, ja? Ihr trefft dann vielleicht zu hier, guck mal, hier Fehler, da Fehler, ja? Ne?
ihr verstärkt quasi damit eure Fehler, weil sich dann euer Muscle Memory merkt, oh ja, er schießt, bevor er richtig gezielt hat. Und das macht ihr dann noch in einem Match. Das heißt, ihr zielt und schießt, ohne wirklich auf dem Kopf gewesen zu sein. Und so was meine wichtige Regel bei der speziellen Übung hier ist, wenn ihr nicht mindestens 15 schafft, lasst die Übung und übt eine an und macht so lange Medium, bis ihr euch sicher genug fühlt, wieder hart zu probieren. Ja? Sonst verstärkt ihr eure Fehler. Also Präzision geht hier deutlich vor Geschwindigkeit, ja? Natürlich wollt ihr eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, aber die erreicht ihr, und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, durch Crosshair Placement. Das ist etwas, das muss ich selber noch extrem üben. Das braucht Jahre vielleicht sogar bei manchen, um das zu richtig so, zumindest halbwegs zu perfektionieren. Aber es kann jedem von euch helfen, damit jetzt schon mal anzufangen. Viele sehe ich nämlich Fliesenleger Main. Ja, die laufen so. Oder Stuckateur. Ja, das sind die zwei Extremen, die ich oft sehe. Meist aber eher den Fliesenleger. Und die laufen dann so rum. Und ihr seht schon, Kniehöhe. Und ihr müsst jedes Mal diese Strecke zurücklegen, um einen Headshot zu machen. Das heißt, ihr müsst jedes Mal so hochziehen, um einen Headshot zu machen. Das heißt, der Gegner, der so läuft, hat schon mal euch gegenüber einen Vorteil. Und das ab, sage ich jetzt mal, Ende Gold, spätestens Mitte, Ende Platin, ist es fast Standard, dass die Leute so rumlaufen. Immer auf Kopfhörer, auch angepasst an die jeweilige Höhe, wie sie stehen. Und das ist das Schwierige an Crosshair Placement. Ihr müsst euch an eure eigene Höhe anpassen, wo der gegnerische Kopf sein müsste. Dementsprechend braucht das viel Übung, viel Präzision auf Entfernung und wie ihr seht, Präzision vor Geschwindigkeit. Also Crosshair Placement, ganz wichtige Sache, die ich tierisch lernen musste, um überhaupt ein bisschen voranzukommen, und Pre-Aim. Und zwar, was ist Pre-Aim? Pre-Aim bedeutet, wenn ihr eine Map oft genug gespielt habt, wisst ihr irgendwann, wo die Ecken sind, wo die meisten campen. Nehmen wir an, hinter der Kiste hier würde einer stehen. Dann laufe ich nicht so rum, mit dem ich eine Kurve mache, sondern ich ziele schon direkt so und laufe so rum. Ja, das heißt, ich ziele schon so, wie er eigentlich stehen müsste. Mach Counter-Strafing, also sprich, ich laufe nach rechts und dann gibt es diesen Threshold, wo du kurz langsamer bist beim Rüberturnen. Nutz den aus und dann schieße ich. Das ist Pre-Aim, also nicht unbedingt mit dem Counter-Strafing. Pre-Aim ist einfach nur schon so, nicht so um die Kurve rumzielen, sondern beim um die Ecke laufen, wenn du denkst, oh, da müsste einer sein, schon so hinlaufen und dann schießen. Crosshair Placement und Pre-Aim. Also die drei Faustregeln zusammengefasst, Präzision vor Geschwindigkeit, Crosshair Placement, Pre-Aim. Das sind die Sachen, die ich extrem noch lernen, verbessern muss und die ich jedem ans Herz lege, der Probleme hat, aufzusteigen. Dann zu meinen Übungen. Meine Übungen, was ist meine Routine? Also meine Routine ist natürlich dieses Tracking hier. Das mache ich immer am Anfang, um die Muskulatur im Handgelenk zu aktivieren, beziehungsweise auch um mein Muscle Memory zu aktivieren. Das heißt, ihr solltet euch eine Position aussuchen, mit der ihr die Maus immer haltet, mit der ihr euch am wohlsten fühlt. Und dann locker die Maus halten und das hier machen für 2 bis 5 Minuten. Bis ihr, bei manchen Leuten, die das nicht gewohnt sind, kann dann auch ein Ziehen im Handgelenk auftreten oder auch im, je nachdem wie ihr spielt oder im Unterarm oder whatever. Ich mache das hier halt aus dem Handgelenk. Auf jeden Fall aktiviert das Muskeln, die ihr sonst nicht benutzt. Und das kann auch, wenn ihr das übertreibt, auch negativ sich auswirken. Also macht diese Übung nicht zu viel. Ich mache die wirklich immer nur so ein bisschen. Das ist Übung Nummer 1. Übung Nummer 2 ist dann einfach einmal auf der Position flicken. Und zwar nicht unbedingt super schnell so und dann nicht treffen, sondern so und dann so schnell du kannst auf die andere Seite. Also ich nehme das hier als Mittellinie, logisch. Und dann mache ich zack, 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 zack. Je nachdem, wie schnell ich es gerade hinbekomme. So, und dann am besten Eye-Tracking. Also mit den Augen schon das Ziel, auf das du als nächstes ziehen willst, anvisieren, um deine Hand-Augen-Koordination zu aktivieren. Und wenn ihr merkt, dass eure Augen davon müde werden, das kann ja bei manchen passieren, die auf einmal aufs Eye-Tracking achten,
Vergesst doch nicht, eure Maus mal zwischendrin drauf zu achten, ob ihr eure Maus noch richtig haltet und ob ihr auch nicht irgendwie total krumm da sitzt, denn Haltung und Haltung und wie ihr eure Maus festhaltet und so weiter ist alles wichtig, weil euer Kopf euch sonst unterbewusst sagt, hier stimmt was nicht und dann werdet ihr automatisch schlechter. So, das ist Übung Nummer 2. Dann selbstverständlich hier die Bots auf den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, wobei ich einfach nie mache, sondern immer medium schwer, weil einfach ist wortwörtlich zu einfach. Da kann ich auch die Bots hier stehen lassen. Mache ich medium und hart. Du kannst natürlich auch einfach machen. Das heißt nicht, dass es schlimm ist, wenn jemand einfach macht. Ich benutze das einfach nur nicht, weil ich daraus keinen Nutzen mehr ziehe. Sondern machst du einfach die Übung, versuchst so viele wie möglich, setzt dir selbst ein Ziel. Und das versuchst du über, also du machst die Übung jetzt nicht 100 Mal, bis du das beste Ergebnis hast, sondern du machst die Übung hier maximal jetzt 2 Mal hintereinander und dann wechselst du auf eine andere Übung. So, und dann mache ich natürlich das hier. Mein Ziel ist zum Beispiel immer mindestens 22 zu erreichen. Wenn ich so casual übe und wenn ich es drauf anlegen will, mindestens mal 25, beziehungsweise meine 28 zu erreichen. Das heißt, fast alle zu treffen, bis auf 2 und das immer mit Headshot natürlich, um das Crosshair-Placement, von dem wir es gerade hatten, zu üben. Jetzt habe ich gemisst, jetzt schaffe ich zum Beispiel gerade so genau 25. So, und dann natürlich, wenn ich der Meinung bin, oh, jetzt fühle ich mich confident, dann kommt natürlich die Übung auf hart. Und bevor jemand fragt, weil ich könnte mir vorstellen, dass das bestimmt in den Kommentaren kommen könnte oder dass ich auf Discord das dann gefragt werde nach diesem Video. Ich habe Aim-Trainer benutzt, ziehe aber keinen großen Nutzen aus diesen Aim-Trainern, weil ich der Meinung bin, die Aim-Trainer geben dir ein falsches Waffengefühl. Und ja, du kannst vielleicht an manchen Stellen deine Reflexe trainieren. Seht ihr, das war jetzt übrigens schlecht, wenn ihr keine 15 erreicht, wechselt wieder auf Medium zurück, sonst verstärkt ihr eure Fehler. Aim-Trainer mag ich nicht. Für Reflextraining, so klack, 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 ja, aber nicht für alles andere. Weil das quasi dein Spielgefühl verfälscht. Wenn jetzt wirklich nur darum geht, so klack, 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 ja. Also hier so schnell oder nur kleine, so Präzision, okay. Aber wenn es um Figuren geht, dann will ich auf dem Practice Room in Valorant trainieren, weil das wirklich das Spielgefühl wiedergibt. Und darauf kommt es ja an. So, das war die Übung. Dann gehe ich gerne, je nachdem, ob mit Pistole oder jetzt mit einer anderen Waffe, gehe ich gerne hier hin und kümmere mich gerne um die Bots hier, weil du kannst zum einen damit üben, wie viele Schüsse du machen kannst, bis die Waffe unpräzise wird. Du übst schon mal auf Entfernung zu treffen, auch etwas kleinere Ziele. Und das mache ich dann ungefähr für 2 bis 5 Minuten. Je nachdem, wie ich gerade das Gefühl habe, dass es funktioniert. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie unpräzise oder kann falsch einschätzen, wie viele Kugeln ich brauche, so wie hier zum Beispiel, dann mache ich die Übung eben 5 Minuten. Und wenn ich dann meine, ach ja, das läuft doch heute super, dann sind das jetzt nur 2 bis 3 Minuten, um mich wieder daran zu erinnern, dass quasi mein Muscle Memory Rise, wise, also auch so schießen zum Beispiel, yo, ist da, gibt's. So, dann natürlich Spray-Pattern-Übung, das heißt, mal auf die Entfernung einfach schießen, versuchen in der Mitte zu bleiben, weiter weggehen, schießen, versuchen in der Mitte zu bleiben, dann sich ein eigenes Ziel setzen, wie viel oder wie wenig man nur nach außen ballern will und dann geht dasselbe natürlich zum Üben, auch, wenn man in die Hocke geht, schießen und dann erst in die Hocke und dabei runterziehen. Das ist also für Spray-Pattern-Übungen und einfach um ein gewisses Gefühl zu bekommen, wenn man jemanden in den Kopf schießt. Du kannst das natürlich auch auf Entfernung so machen, ne? Kannst auch so üben. Na, das geht natürlich auch. Und als Abschlussübung mache ich immer Töte 50 in einer gewissen Zeit. Mein Ziel ist 55 Sekunden oder schneller. Dürft gerne mal in die Kommentare eure Ergebnisse schreiben. Mein Rekord sind tatsächlich 55 Sekunden für 50 Gegner. Wer von euch es schneller schafft, lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Würde mich tierisch interessieren, was für krasse Dudes sich das Video hier angucken. Das war's eigentlich schon. Mehr Hexenwerk ist das bei mir eigentlich nicht. Für alle, die AimLab benutzen und wissen wollen, was ich da ab und zu mal trainiere, Gridshot.
aber auf heftiger eingestellt, also mit kleineren Kugeln und Spider-Shot. Das sind die einzigen Übungen, die ich auf AimLab noch mache, also nichts krass Besonderes. Und das auch nur sehr selten. Und nur, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Reaktionszeit irgendwie nachgelassen hat oder so. Das war's. Mehr gibt's da eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich hoffe, du weißt jetzt mehr, wie ich übe, was ich mache. Diese Übungen sollten dir im Regelfall helfen, mindestens mal auf Gold zu kommen. Ganz ehrlich im Regelfall gesagt. Wenn du dich daran hältst, gibt natürlich noch Optimierungssachen. Du solltest mindestens mal 120 FPS erreichen, wenn du wenn du ein 144 Hertz Bildschirm hast, solltest du 144 FPS schaffen. Bei 60 Hertz 60 FPS im Durchschnitt. Eigentlich nie drunter, sondern eigentlich am besten immer drüber. Das heißt, wenn du 80 schaffst, ist perfekt. Im Durchschnitt ohne große Schwankungen. Das sind noch so Optimierungskleinigkeiten, aber wenn du dazu noch ein Video möchtest, wie man das optimieren kann, wie man tweaken kann, welche Grafikeinstellungen man an- und ausmachen sollte, je nachdem, wie wichtig einem Qualität ist, gerne mir in Discord schreiben in die Kommentare. Lasst mich gerne alles in den Kommentaren wissen, was euch interessiert. Dann werde ich dementsprechend auch noch ein Video dazu machen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere mich und aktiviere die Glocke, damit du nie wieder ein Video von mir verpasst, egal ob von Valorant oder von meinen Let's Plays oder anderen Spielen. Außerdem streame ich täglich, außer mittwochs und samstags. Dort kannst du mich dann auch jederzeit alles fragen oder mir zuschauen beim Spielen. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wo du gerade bist und wann du dir dieses Video angeschaut hast. Und hoffentlich bis bald. Haust rein. Tschüss.